Am Vorabend des Genfer Automobilsalons lud der Volkswagen-Konzern zu einer ganz besonderen Premierenfeier unter dem Motto L'Esprit de Marque ein. Den Anfang machte Audi. Wie von Geisterhand bewegt sich dieser Audi TT auf die Bühne. Ein Fahrer? Fehlanzeige. Der ist an Bord nicht mehr nötig. Dieser Prototyp kann dank ausgeklügelter Technik sich selbstständig fortbewegen. Urban Mobility sieht auf den ersten Blick aus wie eine Idee aus einem Science-Fiction-Film. Aber so könnte der Fahrer zum Beispiel den TT in einem engen Parkhaus selbstständig auf Parkplatzsuche schicken. Das Ganze ohne lästige Kurbelei oder Ärger über zu enge Parklücken. Frei nach dem Audi-Slogan, Vorsprung durch Technik. VW Nutzfahrzeuge hat ein Sondermodell mit nach Genf gebracht. Als Multivan Edition 25 wird die Großraumlimousine auf langen Reisen ein noch besserer Begleiter werden. Neben den gewohnten Qualitäten wie seinem Platzangebot wird der große Wolfsburger durch viele Extras und eine sportliche Grundausstattung noch attraktiver sein. Entgegen der allgemeinen Vermutung, ein Japaner habe den Hybridantrieb erfunden, hat ihn bereits im Jahr 1900 Ferdinand Porsche entwickelt. 111 Jahre nach dieser bahnbrechenden Erfindung hat das Porsche-Museum innerhalb von 4 Jahren den Semper Vivus komplett neu aufgebaut. Seinem Prinzip folgt der Panamera S-Hybrid. Dank Elektrounterstützung braucht das 380 PS Auto im Durchschnitt 6,8 Liter. Das ist der niedrigste Wert in der Porsche-Firmengeschichte. Seat hat eine interessante Studie in Genf gezeigt. Der IBX verbindet die Elemente eines SUVs mit denen eines Sportcoupés. Mit diesem Concept Car zeigen die Spanier weitere Elemente ihres neuen Designs. Bereits vor einem Jahr gab die Elektrosportcoupé-Studie IBE einen ersten Ausblick auf die Zukunft. Der IBX setzt diesen dynamischen Stil fort. Klare puristische Form und bedachtsame Linien. Doch nicht nur optisch ist das Concept Car zukunftsweisend. Angetrieben von einem Hybridantrieb kann der IBX bis zu 45 Kilometer weit elektrisch und damit emissionsfrei zurücklegen. Bugatti. Kaum eine Automarke hat so viel Tradition. Mit einem Bugatti ist es wie mit einem guten Wein. Je älter er wird, desto begehrter wird er. Franz Josef Päfgen hat sich in den vergangenen Jahren als Bugatti-Chef darum gekümmert, dass in einigen Jahren mit dem Veyron, Grand Sport oder dem Supersport die begehrten Klassiker wieder aus dem Hause Bugatti stammen werden. Päfgens Nachfolger Wolfgang Dürheimer übernimmt sozusagen den Zündschlüssel und wird dafür sorgen, dass Bugatti-Sportwagen auch in Zukunft bei den Fans für Begeisterung sorgen werden. Lamborghini hat den Nachfolger des Murcielago angekündigt und hier ist er nun, der Aventador. In nackten Zahlen heißt das 6,5 Liter V12 mit 700 PS, 690 Newtonmeter Drehmoment bei 5500 Umdrehungen, 3 Sekunden von 0 auf 100 und 350 km/h Höchstgeschwindigkeit. Um den Aventador zu beschreiben, ist das aber zu wenig, denn er wird die Riege der Supersportwagen revolutionieren. Dafür haben ihm die Italiener eine Formel 1 Radaufhängung und eine extreme Leichtbauweise mit auf den schnellen Weg gegeben. In Sachen Handling wird der neue Lamborghini in eine völlig neue Dimension vorstoßen. Skoda hat sein Erscheinungsbild aufgefrischt. So wollen die Tschechen nach außen noch klarer und wertiger auftreten. Beim Logo ist es auffällig, dass der geflügelte Pfeil deutlich größer und damit sichtbarer als bisher im Zentrum steht. Ebenfalls neu der Farbton. Das Naturgrün wird vom frischeren Skoda Green abgelöst. Aber das ist nicht alles, womit Skoda in Genf die Blicke auf sich zieht. Die Designstudie Vision D macht Lust auf mehr und zeigt, wohin die Reise gehen soll. Sollte dieser schneeweiße Skoda gebaut werden, dann hat er auf jeden Fall die Chance, zu einem Designklassiker zu werden. Giugiaro gehört seit kurzem zum VW-Konzern. Trotzdem haben die Italiener bereits 2 Studien mit nach Genf gebracht. Die beiden Konzepte zeigen mögliche Zukunftsmodelle von Volkswagen des Segments A0. Bei beiden stechen der schmale Kühlergrill mit lediglich einer Chromstrebe und die ebenfalls schmalen Scheinwerfer ins Auge. Außerdem haben beide Prototypen ein extrem schmales Leuchtenband anstelle der herkömmlichen Heckleuchten. 330 Stundenkilometer auf blankem Eis. Das klingt erstmal alles andere als geplant. Aber Bentley hat mit einem Continental Supersports so den Geschwindigkeitsrekord auf diesem rutschigen Geläuf eingefahren. Aus Freude darüber wird demnächst eine auf 100 Exemplare limitierte Sonderedition iSpeed Racket angeboten werden. Entwarnung für alle Interessenten, man muss damit nicht auf blankem Eis 330 Sachen fahren. Aber man könnte, wenn man wollte.
Am Ende des VW-Konzernabends überraschte Volkswagen mit einer Studie, die für Begeisterung sorgt. Der Bulli weckt nicht nur durch seine Zwei-Farben-Lackierung Erinnerungen an den legendären Samba-Bus. Angetrieben durch einen Elektromotor ist er mit 115 PS und 270 Newtonmeter Drehmoment bei Bedarf bis zu 140 km/h schnell. Das Ganze emissionsfrei. Auf einer Länge von gerade einmal 3,99 Meter finden 6 Erwachsene auf 2 Sitzbänken Platz. Dank der 40 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie kann die Reise 300 Kilometer weit gehen, bevor der neue Bulli an einer Steckdose Halt machen will. Also 2010 haben wir ja am Freitag veröffentlicht. War ein sehr erfolgreiches Jahr. Das erfolgreichste Jahr des Volkswagen-Konzerns mit 7,2 Millionen verkaufte Fahrzeuge. 1 Million mehr als im Jahr zuvor. Mit einem operativen Gewinn von 7,1 Milliarden Euro. Wir erwarten für 2011 weiterhin ein erfolgreiches Jahr. Januar und Februar haben gut begonnen mit plus 16%. Ich glaube, Sie haben heute Abend gesehen, der Konzern ist breit aufgestellt. Und genau das war die Absicht, heute Abend zu zeigen.